Hi, willkommen bei Grim Chill Barbecue und Lifestyle. Heute geht es um das Riesenteil. Ich habe das wieder mal beim Chinesen des Vertrauens bestellt. Es ist ein Riesenhype momentan um dieses Teil. Mir persönlich hat es nicht gefallen, aber ich dachte, ich muss das euch noch zeigen. Wir sind hier bei 17, nicht mal 17 Euro mit Shipping aus China. Und was das alles kann und ob es auch schneidet, das seht ihr heute. Viel Spaß! Ja, Freunde, habt's gesehen. Die Verarbeitung ist richtig nice, sieht richtig schön aus. Keine Schweißstellen wie bei teuren Produkten, die ich gesehen habe. Alternativen gibt es natürlich viele. Sehen alle oder die meisten ziemlich ähnlich aus und sind zwischen 60 Dollar und geht weit über 100 Euro hinaus. Das schöne Messerchen ist aus Carbonstahl. Das ist natürlich nicht rostfrei, da müsst ihr immer wieder mal ein bisschen Öl dran machen. Vor allem wenn ihr es wie ich immer draußen liegen habt, macht das Sinn. Dazu gibt es auch einen Schaft aus Leder, da könnt ihr es reinmachen. Ich habe das nicht dazu bestellt, ich brauche das eigentlich nicht. Für mich ist das ein Hackebeil zum Hühnchen zerkleinern. Aber ich musste mich da ein bisschen belehren, das schneidet auch richtig gut. Und das Ganze hat folgenden Grund. Carbonstahl ist relativ weich, lässt sich sehr gut schleifen, aber hält nicht so lange her. Von der Qualität her, vom Schliff, lässt das relativ schnell nach. Dann testen wir mal, ob das auch richtig scharf ist. Dann testen wir mal, ob das gute Stück auch schneidet, wie es muss. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Ergebnis. Wie gesagt, immer mal wieder schleifen, dann funktioniert das Teil auch einwandfrei. Zum Schleifen, da benutze ich immer den Hall, schon über ein Jahr. Ein Schleifroller, Hall 1993, Messer anklipsen, eine Erhöhung machen und zuschleifen. Neu gibt es jetzt auch die 3000er und 6000er Scheibe dazu, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr das immer wieder mal macht, dann schneidet auch dieses Messer sensationell. Ich war auch sehr überrascht, als ich es zum ersten Mal zum Schneiden nahm. Für Zwiebeln und so, das funktioniert. Dann auch immer sehr beliebt den Papierschnitttest. Also da lässt sich auf jeden Fall auch sehen. Die Klinge ist natürlich zu kurz, um da ganz durchzufahren, aber ich würde sagen, das lässt sich wirklich sehen. Wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Versionen für verschiedene Preise. Schaut euch da gut rum.
Ich habe da überall was gefunden, ich blende es euch ein. Für 60 Dollar, für über 100 Euro. Oder dieses identische von mir aus gesehen wieder mal, oder fast identische, für um die 17 Dollar. Wie gesagt, ich habe hier die Optik nicht so geil gefunden. Aber vom Schneiden her kann man da echt was rausziehen. Funktioniert richtig gut. Wenn das Design gefällt, kann ich das wirklich empfehlen. Ist optisch natürlich ein Highlight. Aber muss ja nicht jedem gefallen, ne? Ja, Freunde, Hot oder Schrott? Ich denke, für den Preis 17, bei mir waren 17 Franken, das sind nicht mal irgendwie 15, 14 Euro mit Shipping, alles drum und dran. Würde ich sagen, kann man da nichts falsch machen. Wenn euch das Design gefällt. Es ist momentan ein Hype. Viele haben es, viele wollen es, habe ich gesehen. Mir persönlich gefällt es nicht. Das ist aber immer Geschmackssache natürlich. Aber für dieses Geld, holt euch das Teil. Es funktioniert super zum Schneiden. Muss ein bisschen gepflegt werden, wie die richtig teuren Messer auch. Aber ich denke, ein bisschen Öl seid ihr da gut dabei. Vielleicht nicht draußen liegen lassen. Und dann passt das sicher für jeden. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ein Abo nicht vergessen. Shop reinschauen, zwei weitere Folgen. Schaut wieder mal rein bei Grünschild Barbecue und Lifestyle International. Und lasst euch nicht verarschen. See ya!